So, und da sind wir denn auch live. Heute zu Gast ist Chips Community Manager von MyCom aus Deutschland, zumindest für Deutschland. Weiß nicht, ob er direkt aus Deutschland kommt. Außerdem zu Gast haben wir ein paar Allianzen, die stellen sich aber auch gleich noch vor. Und ich würde sagen, damit wir nicht viel Zeit verlieren, fängt auch Chips direkt an. Jo, du hast mich im Prinzip schon vorgestellt. Ich bin Chips, ich bin deutscher Community Manager für Conqueror's Blade, seit das Spiel bei MyGames bzw. MyCom ist. Mir ist warm, aber ich freue mich auf das Gespräch heute, auf die politischen Entwicklungen. Ich bin gespannt. Oh, okay, kurz und knapp. Ich bin ebenfalls gespannt. Dann fangen wir an mit Dark Bully von Deutsch. Ja, dann. Ja, also ich bin Dag Bulli, bin im Hause Deutschritter, der zweite Mann sozusagen. Wir sind Angehörige der Allianz Regnum Teutonicum und sitzen in Ostaria. Vielen Dank. So, schnell weiter. Der nächste ist Bashur von den Feueradlern. Hi, ich bin Bashur, der Anführer von den Feueradlern. Ja, wir sind ein deutschsprachiges Haus, haben uns zu Anfang der Open Beta in Ungveria gegründet, sind mittlerweile nach Ostaria migriert, haben uns da der Regnum Teutonicum Allianz angeschlossen. Ja, so viel zu uns. Okay, Darkness von GBK. Hallo, ich bin der Darkness, bin der Leader von GBK. Wir gehören der Allianz Regnum Teutonicum mit an und sitzen auch in Ostaria. Vielen Dank. So, dann haben wir das Haus Lannister. Richtig, ich bin der Niatan vom Haus Lannister, der Offizier und der Raidleiter auf Allianz-Ebene. Wir sind eher eine Feierabendgilde und bei uns steht der Spielspaß im Vordergrund. Wir sind in Ostaria ansässig und sind ebenfalls wie die Vorsprecher in der Allianz Regnum Teutonicum. Ja, und hoffen, dass das hier ein schöner Abend wird. Genau. So, machen wir schnell weiter mit Zell. Hallo, ich bin Xell und Manager von Telenor Multigaming, einer Progress-Gilde, die seit 2005 existiert. Zuständig im CB-Team für die Diplomatie, Politik und Allianz, verantwortlich in unserer Allianz Regnum Teutonicum für die Außenpolitik, Diplomatie und der Allianz Raid Leader. Dankeschön. So, jetzt mal jemanden von nicht Regnum Teutonicum. Wir hatten hier Eiwei von Aesir. Ja, hi, ich bin Offizier in Aesir, Multigaming Community. Unser Anspruch ist circa normalerweise Hardcore Progress. In CB sind wir aber ein bisschen ruhiger und machen nur Semi-Progress. Und wir sitzen in, ach, ich kann das eh nicht aussprechen, in Ungela-Bungela das im Süden. Nun In wäre der ja. Allianz echt viel nix. Dankeschön. Okay, dann ist der nächste Ran. Jo, Mahlzeit, mein Name ist Rahn. Ich komme aus dem Hause Rosenthal, mache die Außenpolitik bei den Freimaurern. Wir haben uns auch jetzt erst vor kurzem eigentlich so ein bisschen zusammengeschlossen, spielen auch erst seit der Open Beta. Sind alles andere als Progress, aber auch nicht unbedingt Feierabendspieler. Wir versuchen so eine Mitte für uns zu finden, weil wir denken, man kann auch mal versuchen, ein bisschen was zu erreichen, auch wenn man vielleicht nicht viel Zeit hat zum Spielen. Dankeschön. So, und zu guter Letzt Freaky von VR Rabbits. Servus, ich bin Freaky, wir Rabbits, neu gegründet am Wochenende quasi reunited von Unity, nachdem wir uns ja aufgesplittet haben. Noch ohne Allianz, aber es kommen wohl noch Sitzen in Maoyang international. Ich denke, der ein oder andere wird Unity noch aus der CBT oder aus dem Spiel allgemein hier kennen. Dankeschön. So, das waren wir zur Vorstellung. Jetzt kommen wir zur diplomatischen Entwicklung aktuell. Ich würde sagen, da wir viele hier aus Ostaria haben, würde ich erstmal sagen, fangen wir auch damit an, die Leute aus Ostaria anzusetzen. Diplomatische Entwicklung, da würde ich direkt erst mal Zell ansprechen. Was hat sich getan seit der Open Beta? Ja, wie ja jeder weiß, ist ja Ostaria quasi ein Headstart-Land, wo sehr viele Leute angefangen haben, wo sehr viel Druck drin war, sehr viele verschiedene Parteien, Allianzen etc. Und in dieser Phase, wo Ostaria quasi geschlossen war, war es sehr interessant, wie dieser Hexenkessel sich da untereinander verhalten bzw. bekriegt hat. Wir haben da
aus Regnum Teutonicum Sicht eigentlich auch einen guten Start gehabt, wie andere Allianzen auch. Es ist natürlich auch jetzt nicht übermäßiges Land natürlich für so viele verschiedene Allianzen. Und dementsprechend hat man natürlich auch viele Konfrontationen gehabt in Ostaria, Kriege etc., die bis heute andauern teilweise. Und ja, möchte vielleicht jemand anders noch etwas dazu sagen? Also bei den Freimaurern kann ich sagen, ist das ein bisschen bei uns mit Sympathie, so wie die Diplomatie funktioniert. Wir versuchen größtenteils so ein paar Leute anzuschreiben und gucken, ob die so ein bisschen menschlich zu uns passen oder auch nicht. Und danach richten wir uns eigentlich ein bisschen aus, wie wir halt die Diplomatie führen, ob wir mit dem was zu tun haben wollen oder nicht. Und an sich hat das manchmal gar nicht so viel mit dem Spiel an sich zu tun. Es ist natürlich auch in der Diplomatie der Politik, vor allem die Leute, die sich damit befassen oder diese Posten innehaben, da ist das Spiel eher sekundär. Natürlich, da hast du absolut recht, das ist... hat sehr viel zu tun mit Networking, mit Kontaktaufnahmen, mit Informationen und mit Zugang auch zu Informationen. Natürlich auch in dem Zusammenhang dann auch diese Informationen auch gegen den Feind einsetzen zu können oder halt auch für den Freund oder Verbündeten. Und das ist natürlich eine sehr zeitaufwendige und intensive Angelegenheit. Okay. Dankeschön, das zu Ostaria. Wie ist der aktuelle Stand? Vielleicht noch ganz kurz, weil gab er, wie sieht es aktuell aus? Ja, aktuell ist es so, dass, also jetzt anhand des Beispiels von Regnum Teutonicum, wir mit einigen anderen Allianzen da auch verbündet sind. Und es hat sich, sobald die Grenzen aufgegangen sind, eigentlich sehr viel auf den Server verteilt, also auch in die anderen Länder rein. Und dadurch hat halt dieser Headstart-Druck da auch nachgelassen, leider. Das hat auch zur Folge dann, dass natürlich auch die Angriffe auf die Lehen zurückgegangen sind, dadurch halt auch die Aktivität dahingehend geringer geworden ist. Ich weiß nicht, ob es bei Freimaurern auch ähnlich ist, beim Edelsee. Ja, also die Aktivität an sich ist echt runtergegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es teilweise langweilig ist oder so, aber es war tatsächlich eine andere Sache, als wir noch nicht so viel Politik betrieben haben, sage ich jetzt einfach mal so, wo wir noch für uns alle, jedes Haus so ein bisschen war, da hat man sich ein, zwei Verbündete gemacht, da war irgendwie der Krieg noch interessanter, solange man, oder als man dann so ein bisschen mehr in diese diplomatischen Sachen reingegangen ist, in die Politik und sich mit den richtigen Leuten, sage ich jetzt mal, auch auseinandergesetzt hat, ist es auch ruhiger geworden. Also ich finde es aber auch sehr sinnvoll, tatsächlich, dass man da ein bisschen die Länderverteilung auch selber so ein bisschen hinkriegt dadurch, weil sonst kriegst du ja auch nie Ruhe ins Land rein, sonst wird das alles nur irgendwo chaotisch und so. Und ich finde es immer spannend, wenn man dann so ein bisschen Grenzen hat, die man dann erweitern kann. Ja. Sag ich jetzt mal so, als immer nur irgendwo oben links mal ein Fetzenland zu haben, unten rechts mal ein Fetzenland und dann... Ich finde das schon schön, wenn das irgendwie alles so systematisch abläuft. Zusammenhängendes Land quasi. Ne? Genau, das muss schon irgendwie ein bisschen Sinn machen. Aber wie gesagt, die Aktivität ist tatsächlich dadurch auch vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt durch diese Politik oder so ein bisschen kommt oder ob das allgemein so ein Schwall ist jetzt, weil das Spiel ja schon ein paar Wochen jetzt draußen ist an der Stelle. Ob vielleicht die Interesse da vielleicht verloren gegangen ist am Spiel direkt. Das weiß ich jetzt nicht, woran das genau liegt. Ja, werden wir einfach verfolgen in den nächsten Monaten. Mal schauen, was noch kommt. Wie sieht's denn oder wie sah es denn in Ungveria aus? Also Feuer, da kam ja ursprünglich her. Was hat sich da getan? Ja, da ist das alles ein bisschen ruhiger losgegangen, waren ein bisschen weniger Spieler unterwegs als in Ostaria. War ein ganz gutes Startgebiet für uns, hatte man Zeit, sich so ein bisschen zu finden. Wir hatten aber auch genügend Action, waren da am Anfang gerade im Diplomatiebereich eher unbedarft unterwegs, haben ein paar Rivalitäten uns geschaffen. Waren deswegen in viele Kämpfe verwickelt, konnten das aber auch ganz erfolgreich bestreiten. Ja, haben auch Freunde da gefunden, gerade auch im internationalen Bereich, weil die deutsche Community gar nicht ganz so groß war. Und wir viele Gespräche dann auch mit den, ich sag mal, Franzosen von Lune de Sang mal als Beispiel. Den haben wir wirklich da eine Freundschaft entwickelt. Ja, wir auch. Bitte?
Ich habe gesagt, wir auch, aber in einer etwas anderen Variante. Okay, Ese. Ja. Ese kann da ja vielleicht jetzt auch zum aktuellen Status was zu sagen, weil ihr seid ja jetzt erst nach Umveria gegangen, seit die Grenzen auf sind. Ja, also gleich zu den Ludesang-Dudes, die haben wir in einem Territory War zerlegt. Die Allianz gibt es so gut wie gar nicht mehr, weil wir die meisten Forts unten da von den Jungs geholt haben in einem Territory War. So wie die Situation für mich unten in der aktuellen Lage ist, ist das 40% sind Franzosen, 40% sind Spanier und dann sitzen wir noch im Süden. Okay. Das ist so die grobe Situation. Imperium ist witzigerweise auch nach unten gegangen. Die tun uns damit eigentlich einen Gefallen, weil die haben wir ja auch schon gerne in Ostaria gefightet. Ja, da geht es genau weiter mit euch, das habe ich auch schon gesehen. Ja, das ist sehr amüsant für uns. Ich meine, wir haben uns jetzt erstmal zwei Territory Wars lang unser Gebiet konsolidiert. Jetzt sitzen wir auf unserer Region und jetzt können wir eigentlich angreifen, was wir gerade wollen. Und in der Region unten im Süden ist auf jeden Fall ein Haufen Bewegung drin. Aber das Spielniveau ist halt schon niedriger als in der nördlichen Region. Das merkt man. Okay, aber allgemein mehr Action hat zu sehen. Ja, na, gerade dadurch, dass die Franzosen und die Spanier da dieselbe Ecke wollten, ist dadurch ziemlich viel Konfliktpotenzial. Und die anderen Franzosen hier, Ludesang und die diese Valhalla-Allianz, die haben halt direkt angefangen, sich jetzt gegenseitig zu bekriegen, nachdem wir da einmal Ludesang fast von der Map radiert hatten, hat die ganze Koalition sich jetzt aufgesplittet und die fighten sich jetzt irgendwie so ein bisschen untereinander. Und wir gucken halt immer, wen wir da halt jede Woche ein bisschen nerven oder wen wir mal in den FFD leveln. Ja, da ist ja allgemein viel Bewegung in Ungveria, so wie ich das sehe. Also der ändert sich ja dauernd. Kurz was sagen, bitte? Also, was ja interessant ist, ist ja, wie gesagt, wir haben ja zwei Headstart-Gebiete. Ne? Wir haben ja Mayong und Ostaria. Und da ist natürlich ganz klar, dass das primär die CBD-Gilden dort sitzen, die einfach Erfahrung mitbringen. Und als die Grenzen aufgegangen sind, sind halt auch sehr viele von diesen Gebieten halt in die anderen zwei neuen Regionen reingeströmt. Und was mich interessieren würde, wie ist da jetzt so, also Aiwai war das glaube ich jetzt noch, ist da jetzt wirklich so ein massiver Levelunterschied oder Qualitätsunterschied oder Erfahrungsunterschied? Ist halt jetzt schwierig zu sagen. Also ich kann sagen, dass wir Imperium gefightet haben für eine lange Zeit und das empfanden wir immer als, adäquaten Fight. Ich meine, wir hatten klar die Oberhand gegen die, aber wir hatten das halt nie, dass wir losgezogen sind und haben halt von einer Allianz in einem Territory War das halbe Gebiet gewiped oder so eine Schoten. Da hat man mal ein Dorf hier eingenommen, vielleicht auch mal eine Stadt und die haben dann zurück angegriffen und der Vergleich jetzt, also ich kann jetzt nur für die Westhälfte sprechen, ich weiß nicht, wie es im Osten aussieht, die Spanier scheinen relativ solide zu fighten, die halten sich ja gegen Imperium, aber im Westen war das jetzt in zwei Territory Wars so, dass wir eigentlich nur drüber gerutscht sind und teilweise in 8 Minuten schon 3 Thieves eingenommen hatten. Okay, aber wahrscheinlich auch ein bisschen unvorbereitet, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ja, ja, dann haben wir noch eine Seite und zwar Maoyang, da kann Friki was zu sagen. Ja, also vor der OBT, in der OBT, bevor die Grenzen aufgegangen sind, war es noch relativ, ich nenne es mal spannend, da war ja noch über Unity drin, das war die Allianz um Unity, Fagatta und noch, die Franzosen. Und dazu halt dann noch Elysium als mit Weiblatt, weil quasi eine Vier-Mann-Allianz-Krieg gegen alles. Und plus 2, 3 andere Allianzen, die noch ein bisschen was gemacht haben, hat sich einigermaßen aufgeteilt gehabt. Jeder hatte ungefähr ein Drittel. Ja, okay. Die Grenzen aufgegangen. Wenn man die Karte anschaut, Spanja ist Spanisch, gehört mit zu Falcata dazu, plus die ganzen anderen, quasi Marianne gehört 99,9% gehört Falcata. Allianz drumherum. Ist dezent langweilig in Marianne. Und dass die sich jetzt ausbreiten Richtung Dalaland oder Yangyang, wie es auch mal heißt, sieht man, was die dann mit Imperium machen, wenn sie wollen, überrennen sie halt. Okay, also in Maoyang ist jetzt nicht viel Bewegung. Eine große Allianz sitzt da, wie du schon sagtest. Okay, alles andere wurde vertrieben oder ist jetzt ausgewandert. Jetzt sind die Grenzen offen. Da sind wir aber auch schon beim Thema Borderlands. Und da würde ich auch ganz gerne die erste Frage an Chips einschmeißen, weil die wurde oft gestellt und zwar: Wann wird es möglich sein, dort Gebiete einzunehmen, beziehungsweise steht das überhaupt noch auf der Liste?
Darf ich ganz kurz zu den vorherigen Aussagen was sagen? Ich habe nämlich, ich spiele ja selber auch und ich bin auch hauptsächlich in Maoyang und jetzt Liang Yun unterwegs gewesen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz interessant, dass jetzt diese ganzen CBT und Early Access Gebiete durch die Grenzöffnung irgendwie setzt da gerade so eine Wanderung ein. Also gerade halten die CBT-Gilden, glaube ich, die Early-Access-Gebiete so ein bisschen in ihrer Hand. Gerade die Spanier in Maoyang sind echt extrem, also nehmen echt extrem überhand und haben sich das alles gesichert. Und der Rest weicht so ein bisschen aus. Ich bin gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird, wenn sich das jetzt so ein bisschen gelegt hat und dann wieder die ersten Angriffe auf Maoyang und Ostaria anfangen und die Borderlands dazukommen. Und zu den Borderlands, die werden sehr bald geöffnet. Also dauert nicht mehr lang. Tun. Ist auf jeden Fall auf der Insel. Aber die Neuigkeit, die uns erfreut. Nicht mal, also wirklich bald. Kann ich dazu mal was fragen? Ja. Meint ihr wirklich, dass wir die Playerbase im Moment dafür haben? Also ich sehe eher das Problem darin, es ist zwar cool, weil das die hochwertigsten Gebiete sind, sage ich jetzt mal, und weil die Rare-Proc-Rate da halt höher ist beim Gathern. Das Problem, was ich aber sehe, ist, dass wenn sich das jetzt noch weiter ausdünnt, dass das mit dem derzeitigen Declaration-System einfach nur eine heillose Snipe-Fiesta wird, dass die Leute alle viel mehr Gebiet halten, als sie eigentlich befighten können und dass dann dieses 5 Leute ziehen durch die Gegend und versuchen, eins deiner Dörfer zu snipen, halt noch mehr wird. Und das ist halt eher Low-Quality-TV als dann wirklich dieses Spiel, was die meisten von uns spielen wollen. Die Base dazu sollte da sein, es ist, aber wie sich es im Endeffekt ausspielt, können wir auch nicht sagen. Keine Ahnung, da kann ich auch irgendwie keine Voraussage treffen, so richtig, aber also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade auch mit dem Kampf um die Borderlands, sobald die dazukommen, dann auch so ein bisschen der Kampf um die Hinterlande im Prinzip, also um die anderen Gebiete in Ostaria, Ungvaria, Liang Yun und Maoyang wieder anfangen und sich da die Gebiete ein bisschen verkleinern. Vielleicht bilden sich neue Allianzen. Wir haben ja auch noch viele Allianz- und häuserlose Spieler. Darauf hoffen wir so ein bisschen, die sich gerade noch nicht so richtig entschieden haben. Man wird es sehen. Also ich hoffe, dass es spannend wird auf jeden Fall, wenn die Borderlands gerade auch mit den Ressourcen dazukommen. Die Ressourcen sind ja jetzt schon ein großer Streitpunkt, also Gilden sperren die ja auch, so ist es ja auch gedacht, die sollen ja Reibung erzeugen und ich hoffe und denke, dass das mit den speziellen Ressourcen in den Grenzlanden noch ein bisschen spannender wird. Ich hätte dazu mal eine Frage an dich, Chips. Was wollt ihr denn unternehmen, um Gildenlose, Allianzlose aus den Territorienkriegen auszuschließen? Denn um kurz einzugreifen, wir hatten Angriff auf ein Haus, welches ich gerade nicht nennen möchte, den Namen, um es nicht schlecht zu machen, angegriffen im Territoriumkrieg, von denen ist ein Anwärter, also quasi noch ohne Haus und ohne Allianz, in den Fight reingejoint und hat halt auf unsere Seite reingejoint und hat sich dann wohl wissen, dass er sich in einem feindlichen Haus bewerben möchte, also angegriffen haben, unsere Seite reingegangen, hat Seed-Weapons aufgestellt und uns angegriffen mit den Seed-Weapons, unsere Truppen dadurch zerstört. Das ist halt, weiß ich nicht, ist halt dezent, ja. Ich kann ein Kriegsspiel führen, aber wenn ich halt nichts gegen machen kann, ich kann die Leute ja nicht mal rausschmeißen, kann ich Krieg führen, so viel ich will. Passiert nichts. Also es geht hier eher um die Slots bei den Stadtkämpfen selbst, die dann belegt werden können, eventuell durch freundliche oder feindliche Spieler, was unerwünscht ist. Ob da was vorgesehen ist, ob dagegen was gemacht wird, das wäre ganz interessant. Wir haben es auf jeden Fall schon an die Entwickler weitergeleitet, dass das ein Problem ist. Das ist ja nicht nur ein Problem mit Allianz- oder gildenlosen Spielern, sondern allgemein, dass Angriffsslots belegt werden, um Angreifer zu blocken und dann im Endeffekt nicht angegriffen wird. Ich kann jetzt noch nicht direkt über eine Lösung sprechen, aber ich hoffe, dass es sehr bald eine Lösung dafür geben wird. Denn das Problem ist ja durchaus, also es ist jetzt, ich weiß nicht, es ist nicht extrem, würde ich sagen. Also ich höre es nicht so oft, dass es jetzt in jeder Schlacht gang und gäbe ist. Ich zum Beispiel selbst habe es noch nie erlebt, aber es ist schon ein Problem. Also es gibt immer wieder Gilden und
Territorialkriege, wo das ein extremes Problem ist. Und ja, wir haben es weitergeleitet. Ich hoffe, dass wir vielleicht eine Lösung finden können, irgendwie, dass nur bestimmte Häuser oder nur eine bestimmte Anzahl an Häusern vielleicht einen Angriff starten können und dann eben dort Allianz und Gildenlose ausgeschlossen werden aus den Kämpfen. Genau sagen kann ich die Lösung jetzt allerdings leider noch nicht. Ich wünsche, ich könnte es. Also, wir jetzt bei Telenena oder Regnum Teutonicum haben ja sehr viele Gefechte und im Verhältnis kommt das ja nicht so oft vor. Also bei Telenena kam es, glaube ich, in der gesamten Zeit jetzt vielleicht einmal vor. Aber ja, das ist mit dem aktuellen System halt. Ja, das ist halt, trotzdem schon ein Problem. Ja. Aber wie gesagt, was ich jetzt noch sagen wollte, weil das vorher gerade Thema noch war, wenn die Borderlands aufgehen, ja, man hat ja jetzt auch schon an sich das Phänomen immer, dass am Anfang eines MMOs sehr viele Gilden generiert werden mit 10, 20 Leuten. Und das, was jetzt nach einem Monat stattfindet, ist einfach eine ganz einfache Strukturbereinigung. Das heißt, Häuser, die einfach nicht die Kapazität oder Substanz haben, lösen sich auf, genauso die Allianzen. Und daraus formen sich dann halt, entweder schließen die sich wo an oder die fusionieren mit anderen Allianzen zu etwas konkurrenzfähigeren. Und dadurch werden halt dann die langfristigen Bündnisse oder Häuser dann geformt. Ja, das braucht halt Zeit. Das wird sicher auch noch bis Ende des Sommers gehen. Und im September, Oktober sieht man dann schon so eher die gefestigteren Strukturen jetzt. Ich meine, wenn ich das jetzt kurz bei RT zwar ansprechen kann, weil ich es auch nur dazu jetzt sagen kann, wir sind seit 2018 im Oktober aktiv in der Allianz. Wir haben halt diese Vorbereitungsphasen schon lange hinter uns, sind dadurch halt auch ein leichter Vorteil gegenüber anderen vielleicht, die sich noch etablieren müssen, die sich noch zusammenfinden müssen, die sehr viel damit beschäftigt sind, auch sich zusammen zu raufen oder eine Struktur zu finden, mit der sie arbeiten können. Ja. Mhm. Und dieser Prozess findet halt jetzt in diesem MMO statt, jetzt hier bei CB. Und für manche Leute sieht das dann so aus, wie wenn sich dauernd jeden Tag neue Häuser oder alte Häuser auflösen. Es ist einfach eine normale Strukturbereinigung und das ist gang und gäbe bei solchen Spielen. Und das ist auch wichtig, weil es ja mit der Anzahl der Gilden, ja, die im Spiel sind, ja auch extrem ineffizient wäre. Kann ich jetzt auf Seiten der Freimaurer sogar bestätigen bei uns. Da war das genauso. Wir haben angefangen mit 9 bis 10 Häusern, die wir waren, wo wir uns zusammengeschlossen haben und sind jetzt bei ca. 6 gelandet. Also wir haben immer mehr zusammengeschlossen, weil dann immer mal ein paar Leute rausgefallen sind. Wir sind nicht weniger aktive Leute geworden dadurch, aber wir haben halt keinen Sinn darin gesehen, viele kleine Häuser zu haben, die da vor sich hin tümpeln, sondern es macht dann doch schon Sinn, das immer weiter zu stauchen, dass wir besser wahrgenommen werden auch. Als bessere, also als größere Macht, sage ich jetzt einfach mal so, auf die Häuser an sich. Ihr habt euch ja auch umbenannt, ne? Wir haben uns, ja klar, wir hatten uns mal umbenannt, erst haben wir für sich jede Allianzen gehabt, dann haben wir gedacht, dann macht es schon Sinn, einen gemeinsamen Namen zu suchen, um dann auf der, ähnlich wie Regnum halt, sage ich jetzt mal, oder Legion, was jetzt in Ostaria zum Beispiel so ist, dass man halt größer wirkt an der Stelle. Das ist dann, man wird halt einfach stärker wahrgenommen durch solche Sachen und gewinnt dann dadurch auch tatsächlich besser wieder an Spielern oder anderen Häusern. Es ist auch gleichzeitig leichter, Diplomatie zu betreiben, weil man weiß, wer wohin gehört. Ja. Oh. So, sehr schön. Ich würde ganz gerne an der Stelle jetzt zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, das ist der letzte Patch, Knights and Square. Da kam ja einiges Neues ins Spiel. Wie ist das allgemeine Feedback dazu, zu den Klassen etc. oder zu den Einheiten, besser gesagt? Wenn du mich fragst, die Klassen sind immer noch genauso wenig gut balanced wie vorher, bis auf der Dual Blade, der meines Erachtens vor dem Patch zumindest playable war. Jetzt kannst du für mich in die Tonne treten, weil er ist anwesend und klaut jede andere Klasse, die man spielen kann, einen nützlichen Platz. Okay. Ja, sind halt. Dual Blade ist immer so, geh mir doch nicht 5 Sekunden auf den Sack. Gut, ich sag das aber aus der Position des Heavy Armor Users. Ich spiele Longbow Main und wenn ich einen Dual Blade sehe, fange ich an zu lachen. Und Longbow ist auch schon nur Wattebällchenmaschine. Das stimmt, da muss ich dir leider recht.
In der derzeitigen Meta ist es einfach so, dass ein Dual Blade nur dazu gut ist, dich zu stunnen, damit in der Zeit ein nützlicher Hero vorbeikommt und dich tötet. Und das ist eine Aufgabe, ne? Wir lachen halt drüber. Jeder, der Longbow spielt oder Dual Blade spielt, also aktiv spielen möchte, der wird auch, ich glaube, jede andere Klasse, die man spielen könnte, zumindest auch einen Spear, einen nützlichen Platz ist quasi, ja, ist da, aber klaut quasi einen Platz. Von irgendwas Nützlichem fürs Team. Okay, das ist eine harte Ansage, was das betrifft. Naja, okay. Also was die Spielerklassen, halt die Waffenklassen angeht, haben wir natürlich einen Meta, das sich rauskristallisiert hat. Und man sieht ja auch prädominante Spieler, die dann eher so Richtung beide Schwerter mit Schild-Kombination. Ein paar Musketen sind vielleicht noch im Meta mit drin. Und das wäre ganz schön, wenn das Balancing da vielleicht ein bisschen besser greifen würde. Weil wir haben so viele Waffengattungen mit so viel unterschiedlicher Spielweise. Das wäre einfach ein bisschen schade, wenn sich das dann so auf 4-5 beschränken würde am Ende. Also ich möchte da auch gerne was zu sagen zu dem letzten Patch. Und zwar hat das jetzt eher weniger mit den Helden zu tun, sondern eher mit den Truppen. Was die Entwickler da jetzt gemacht haben mit dem neuen Truppenbaum, finde ich richtig gut. Allerdings, die Frage ist jetzt halt, wie wird das mit dem vorhandenen Einheitenbaum gelöst? Weil da sind ja sowohl westliche Einheiten als auch asiatische Einheiten gemischt drin. Wird das noch irgendwie aufgedröselt oder bleibt das so bestehen? Das ist eine Frage an Chips, die kann er vielleicht beantworten. Das ist eine Frage an Chips, ja. Carsten, kannst du kurz nochmal den Anfang wiederholen? Gerade ja, natürlich. Gab ja mit dem Knights and Squire Update, kam ja ein neuer Einheitenbaum rein. Und zwar Ritter oder halt im Englischen, denke ich mal, heißt der Knights oder so. Mhm. Ich finde, dass man das generell so handhaben sollte, dass halt für die einzelnen Regionen wie jetzt Maoyang, Liangyong, Ungveria oder Ostaria halt entsprechende Einheitenbäume sind. Hey, weil der erste Einheitenbaum, der vorhanden war, war ja Infanterie, Fernkämpfer und Kavallerie. Wird das in Zukunft noch, aufgedröselt bezüglich ja, westliche Einheiten oder Ostaria-Einheiten und Maoyang oder bleibt das so bestehen? Also aktuell geht es eher so in die Richtung, wie wir es eben jetzt mit dem Knights and Squire Update gemacht haben, dass im Prinzip eine neue, wie soll ich es jetzt sagen, eine neue Richtung an Einheiten irgendwie dann aufgemacht wird mit jedem Update, wo quasi große Einheiten dazukommen. Also der nächste könnte dann, und das ist keine Ankündigung, aber der nächste könnte dann vielleicht japanische Einheiten Samurai sein oder so, weißt du, und dann kommt ein neuer Tab dazu, aber auch da hören die Entwickler noch viel auf Feedback, also wenn es den Spielern zum Beispiel lieber wäre, dass man direkt alles nur nach den Regionen aufteilt und da entsprechendes Feedback reinkommt und genügend Feedback reinkommt, kann ich mir auch vorstellen, dass da nochmal umgedacht wird und das quasi nochmal umstrukturiert wird und einfach nach Regionen aufgeteilt wird. Oder vielleicht ein Filter eingebracht wird für Regionen etc. Weil ich sag mal, die Schwierigkeit ist halt, solange das Update halt noch nicht da war, man musste zwangsweise asiatische Einheiten mit freischalten im Einheitenbaum, um halt die nötigen, Punkte zu bekommen, um in die nächste Ära reinzurutschen. Und wenn man das halt generell regionsmäßig aufteilt, wäre das Problem halt nicht. Dann ist es ja auch noch so, dass aktuell die Monturen für die Truppen über Bronze finanziert werden kann, sie aber auch gecraftet werden können. Und asiatische Einheiten können die Monturen halt aktuell in Ostaria nicht gecraftet werden. Gut, jetzt sind die Grenzlande offen, das war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht der Fall. Ne? Und wenn man dann so aus heroischen Ära da asiatische Einheiten die Monturen mit Bronze bezahlen musste, dann ist man sehr schnell pleite. Genau, und
Und an der Stelle wollte ich noch hinzufügen, dass bezüglich des letzten Patches, dieser Ritter-Tree, der dazu kam, der hat da wirklich einige Lücken gefüllt und ist so als Ostaria-Spieler, der ich bin, bei mir wirklich super gut angekommen. Gerade was auch diese Sergeants mit Schilden angeht und man kann sich einzeln über die Einheiten unterhalten. Das war wirklich super. Man kann jetzt echt günstig und gut auch an Einheiten rankommen. Man kann das Material dafür in der Welt bekommen, da ja auch die Rebellen funktionieren und das hat jede Menge Spielspaß wieder reingebracht. Von daher, also diese Aspekte, was den neuen Content des Patches angehen, das war wirklich super. Da kann ich nur zustimmen. Ja. Einen Nachtrag bitte dazu gleich. Ich hätte da noch zwei Fragen dazu auch. Eine geht relativ zügig. Wann kriegen wir denn die neuen Unit-Kits auch bei den Smugglern? Also bei diesen, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, sorry. Ich habe noch kein Datum zu, leider. Okay, und das Zweite, ist es angedacht, diese ganze Unit-Kit-Crafting-Sache mal ein bisschen zu rebalancen? Weil, ich führe es kurz genauer aus, der Punkt für mich ist, dass Kosten-Nutzen im Verhältnis zum Zeitaufwand einfach nicht gegeben ist beim Unit-Kit selber craften. Bei den neuen Units ist es ein bisschen anders, weil sie halt nicht beim Smuggler sind, aber die ganzen alten Units ist es einfach viel effizienter, durchgehend Field Battles zu queuen, den Epic ins AH zu schmeißen und beim Smuggler die Dinger für Silber zu kaufen, als von A nach B zu rennen, da man ja in verschiedene Städte auch noch muss, teilweise für die High-Quality-Mats. Das ist einfach kein Kosten-Nutzen-Verhältnis für jeden Competitive-Spieler, weil du halt viel mehrere Stunden mit was verbringst, was du mit einem Epic-Drop halt sofort gefixt hast. Genau, das haben wir auch so weitergeleitet und ich denke schon, dass es früher oder später angepasst wird nochmal, damit es mehr an Gewichtung bekommt, quasi das Craften. Okay, hier möchte ich direkt nochmal noch ein. Ja, hatte ich auch direkt zu Eiwei, zu den Crafting. Und zwar, es ist ja aktuell noch so, dass die Monturen für Bronze zu kaufen sind. Ist da irgendwie mal angedacht, dass das abgeschaltet wird, sodass man gezwungen ist zu craften, oder hat das jetzt, haben das die Entwickler bereits komplett verworfen? Weil früher hat man halt so gehört, ja, es soll später so sein, dass halt nur noch gecraftet werden kann. Oder halt beim Smuggler die Monturen gekauft werden. Diese Frage richtet sich auch an. Ich denke nicht, dass das Crafting-System in irgendeiner Weise verworfen wird oder geplant ist, das zu verwerfen. Ich denke, es muss halt einfach nur angepasst werden, dass das Crafting wieder im Vordergrund steht. Also die Kernfrage war glaube ich, ob das mit den Bronze abgeschafft wird. Weil aktuell ist es ja so, ich muss nicht unbedingt craften, ich kann auch, wenn ich genügend Bronze habe oder Silber habe, kann ich ja die Monturen auch kaufen. Also er meint, ob es wäre die Priorität Richtung Crafting hin und das mit Bronze abzuschaffen. Also stimmt das? Damit ist halt auch interessant. Wird schon Richtung Crafting gehen. Ob das jetzt abgeschafft wird, das mit Bronze zu kaufen, vielleicht wird es teurer gemacht. Dass es wirklich nur in Notfällen genutzt wird, wenn man wirklich nichts hat. Es ist ja schon so angedacht, dass man quasi craften sollte, aber trotzdem eine Möglichkeit hat, wenn man vielleicht gerade nicht genügend Mats zusammen hat, um seine Truppen zu versorgen, dann auf seine Währung zurückgreifen kann und sich quasi das Zeug kaufen kann. Was gerade eben nicht, wie ihr schon erwähnt habt, nicht gut funktioniert, ist, dass das Kaufen dann auch wehtut. Also es ist einfach zu billig, gerade in dem aktuellen System. Ja. Das sehe ich auch. Also der Fokus sollte eigentlich schon auf dem Craften liegen und das Kaufen sollte eigentlich die Ausnahme sein, so der quasi teure, kurze Umweg. Boy, wenn ich da mal einhaken darf, ich finde das klar, ich sehe das teilweise auch so, dass es manches Mal zu billig ist, aber ich habe auch mehr Zeit zum Spielen, aber ich denke jetzt mal ein bisschen an die Leute, die noch arbeiten gehen oder was weiß ich, von mir aus in der Schule sind, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Ich glaube, die haben schon massiv Geldprobleme zurzeit, gerade wenn die höherwertige Units einsetzen und sowas. Das mit den Craften, das halte ich auch für sinnvoll, das vielleicht ein bisschen tiefer zu nutzen.
Aber da würde ich mir auch wünschen, zum Beispiel, dass es eine Art Gildenbank gibt oder dass man halt auch effektiv traden kann mit seinen Verbündeten oder so, dass man dann auch die Leute ein bisschen unterstützt, die nicht so viel Zeit zum Zocken haben, sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, pass auf, du hast heute die Woche oder sonst was nicht so viel Zeit gehabt, aber ich habe noch so viele tausend Knappen übrig, kriegst ein paar von mir, so in die Richtung. Das wäre noch, fände ich jetzt persönlich so eine schöne Sache, weil ich denke mal, auf Dauer, wenn man das immer mehr in dieses Grindy reingeht, wird das auf Dauer viele Spieler auch vertreiben von dem Spiel, gerade die nicht so viel Zeit haben. Ja, einige wollen halt einfach nur nach Hause kommen und ein paar Battlegrounds queuen und dann sich nicht noch hart Gedanken darüber machen. Das Problem, was ich auch sehe, ist, wenn man das zu sehr auf die Crafting-Schiene schiebt, es gibt ja zwei Wege, das jetzt zu balancen. Entweder man schraubt die Kosten für die Bronze-Replacements hoch oder man erhöht die Value vom Craften. Und ich würde den zweiten Weg gehen, weil wenn man den ersten Weg geht, dann snowballt die Tatsache, in einem Haus mit Land zu sein, einfach noch härter. Weil du bist dann halt doppelt gearscht. Wenn du ein Spieler bist, der wenig Zeit hat, dann kommst du in keine progressorientierte Gilde rein, weil die sagen 20% Territory Attendance, nein, danke. Und das heißt, du bist wahrscheinlich auch automatisch in irgendeinem Haus, was keinen richtig guten Access zu Ressourcen hat. Im Moment kann man das noch damit fixen, dass man in die Borderlands laufen kann, aber wenn die dann auch noch verteilt werden, dann ist der Drops halt komplett gelutscht. Und dann sind die Casual-Spieler halt ziemlich hart benachteiligt und die stellen halt nun mal die Masse der Spieler. Und die bringen auch das Geld rein. Die arbeiten gehen, die haben auch das Geld, mal Geld auszugeben. Ne? Ja, das hat nicht mal was mit Arbeit zu tun, ob der Casual- oder Hardcore-Spieler ist. Genau. Wir haben einen Spieler in der Gilde, der hat einen Fulltime-Job und der hat seit 2 Wochen, also der hat fast eine Woche, nachdem die rauskam, hatte der die Monastic Knight. Das ist immer eine Einstellungssache, wie viel Zeit du ringsrum mitbringst und wie effizient du das Spiel spielst. Aber das Cross an Spielern ist halt einfach die Casuals, die dir deine Battlegrounds füllen und die Queue für die Hardcore-Spieler halt kurz halten. Ich habe gestern für 1 Million Silber Werte gekauft, ne? Crafting Mats. Nebenbei. Ja. Dazu gleich noch eine Frage von mir an Chips, weil das ja eben auch zur Sprache kam mit dem Crafting. Und ist es denn irgendwie eventuell auch angedacht, eine Hausbank, ein Hauslager oder dergleichen oder eventuell sogar Handel innerhalb des Hauses, dass man, wie zum Beispiel jetzt auch gewesen, man bekommt irgendwelche Handbuchseiten für eine Waffenspezialisierung, die man gar nicht spielt. Diese ungebunden, aktuell geht das halt nur übers AHA. Ist da irgendwie was geplant oder könnte man sich vorstellen, ja, dass man das mit implementiert, dass man zumindest innerhalb des Hauses mit den Leuten handeln kann oder das über eine Gildenbank regelt? Ich würde da gerne noch was hinzufügen zu der Frage, nämlich es geht jetzt nicht nur um Bücher etc., sondern wenn man jetzt das auf TWs niederlegt, ja, im Angriff oder Eroberung, dass man zum Beispiel aktuell Einzelpersonen die Finanzierung von Lazarett oder Tech-Camps übernehmen müssen, Belagerungscamps, was natürlich auch Ressourcen ordentlich kostet. Das könnte man dann auch über eine Gildenbank machen. Also Chips. Ja, genau, das ist auch was wir CMs ständig anmerken und vorantreiben. Ist aber auch nicht unbedingt was schnell entwickelt ist. Man muss auch immer bedenken, dass die Entwickler daran arbeiten müssen oder versuchen müssen, so ein System so zu gestalten, dass es eben nicht von irgendwelchen Bots oder Goldsellern und so umgangen werden kann. Ist aber auf jeden Fall auf der Liste. Also das wird auch vom gesamten CM-Trieben vorangetrieben, weil den Wunsch so ziemlich jeder hat, dass man zumindest in der Gilde irgendwie Ressourcen austauschen kann untereinander. Sei es mit einer Wartezeit, vielleicht nach 7 Tagen, nachdem man der Gilde beigetreten ist, dass man dann am Handel teilnehmen kann oder ähnliches. Also da hören wir euch schon und da sind wir da hinterher, ja. Dazu man könnte ja wie ein AHA mit einer gewissen Preisspanne versehen, dass man da halt nicht das so exploiten kann, dass halt alle für einen farmen, so nach dem Motto, sondern dass die Leute halt einen Gegenwert austauschen müssen. Und dann hätte man das mit den Bots ja auch einigermaßen im Griff. Na, ehrlich gesagt, die Variante, dass du 7 oder 14 Tage in deiner Gilde sein musst, ist der einfachste Weg, dieser Botterei und Goldzellerei einen Riegel vorzuschieben. Niemand switcht für 14 Tage seine Gilde, wenn er da ein Item für von kriegt.
und verpasst dann keine Ahnung, wie viel Territory Wars. Also die Leute, die zu Goldzellern gehen, sind immer die Competitive Player. Und wenn du diesen Spielern dann den Zugang zu den Territory Wars in ihrem Haus denyst, weil du die zwingst, in so ein Goldzellerhaus zu gehen, dann hast du da eigentlich schon den meisten Leuten einen Riegel vorgeschoben. Wenn wir schon beim Thema Ressourcen sind, eine Frage, die es öfter kommt, viele Beschwerden sich drüber, weil die Ressourcen absolut dauerhaft leer sind. Wie ist das jetzt gedacht, dieses Problem zu ändern? Okay, ist schon weitergeleitet, aber es ist halt eine Frage, die andauernd kommt. Und eine Frage bezüglich letzten Patches. Was ich da gut finden würde, ist, wenn das Leveln von Thieves auch die Ressourcenkapazität in den Nodes erhöhen würde. Weil im Moment ist es eigentlich nach meiner Sicht ziemlich sinnlos, ein Dorf zu leveln gegenüber einer Stadt. Weil die Thief-Quests steigen zwar dann auch in den Dörfern, aber overall willst du deine Städte pushen, weil du dann Zugang zu den besseren Siege-Waffen bekommst. Und ein Dorf zu leveln ist halt so, ja, na, wenn du nichts Besseres zu tun hast, mach halt. Ja. Die ganzen Patches-Chips, ja. Wie sieht das aus mit genaueren Patch-Notes? Nur als Beispiel, Tumbling Arrow oder Torkener Schuss vom Longbow. Man hat es mittlerweile rausgefunden, was es ist, aber kann man das nicht genauer schreiben? Ohne dass man jetzt irgendwie 10 Minuten oder 10 Tage lang rumtesten muss, was es sein könnte? Weil Tumbling Arrow oder Torkener Schuss ist keine Fähigkeit, das ist der Outdoor-Deck. Kann man nicht einfach Outdoor-Deck hinschreiben? Ja, wir CMs haben auch nach genaueren Patch-Notes gefragt. Okay. Weil also auch mit, ich kann mit, da auch schleudern. Mit mehr Detailangaben, ja. Zu den Ressourcen nochmal kurz. Man muss aber auch sagen, dass das ja immer noch ein Engpass da ist, aber auch mit der Grenzöffnung sich auch schon inklusive Grenzlande auch schon etwas gebessert hat. Dazu habe ich auch noch eine Frage an dich, Chips. Und zwar ist es ja aktuell so, man kann als Lehnsbesitzer kann man ja die Ressourcen für andere sperren. Dort steht dann ganz einfach Sammeln verboten. Das heißt, ich kann das tägliche Einsammeln funktioniert dann nicht mehr, aber ich kann die ganze Sache umgehen mit Fördermarken. Ist das so gewollt oder ist das einfach nur ein Programmierfehler? Nee, es ist aktuell so gewollt. Ich bin aber nicht sicher, ob es eventuell nochmal abgeschafft wird. Keine Ahnung, gibt also auch in dem Punkt, gebt euer Feedback ab über unseren Feedback-Hub, der ist im Discord verlinkt. Also aktuell ist es so gebraucht. Mir und einigen anderen Spielern ist es halt aufgefallen, dass wenn du Fördermarken einsetzt, umgehst du sämtliche Steuern. Genau. Aber ich denke, du bezahlst keine Steuern, du bezahlst nämlich nur das, also die Grundgebühr sozusagen. Dann hat eigentlich in dem Sinne das Steuersystem für die Ressourcen keinen Sinn. Wenn man das eh für Feinde und Neutrale sperrt. Du hast ja begrenzte Fördermarken. Das ist ein Balancing-Tool, um es gebalanced zu halten zwischen du willst den Advantage haben, dass du dieses Thief besitzt. Das heißt, du kannst es auf jeden Fall erschweren für viele Leute. Aber dann gibt es ja auch noch diese Art von Leute, die kein Haus, keine Regierung, kein Nichts haben. Die brauchen ja wenigstens irgendeinen Weg, um das ein bisschen zu beipassen. Die können ja auch nicht... wie gesagt, dadurch, dass die Dinger limitiert sind, ich meine, man hat zwar viele, aber wenn du durchgehend kein Land hast, wirst du die Teile auch nicht so hoch stacken wie jetzt so Häuser aber wie hier, wo bei uns jeder mit 100 von den Dingern rumrennt. Aber wäre es dann nicht eventuell sogar sinnvoller zu sagen, okay, damit auch Leute, die nicht im Haus sind oder kein Haus angehören, dass die dann halt, auch wenn es verboten ist, trotzdem diese tägliches Einsammeln machen können, aber dann das mit den Fördermarken verboten ist, weil dann generiert nämlich das Lehen deutlich mehr Steuern, wenn dann auch, ich sag mal, für einen neutralen oder für einen feindlich gesinnten Spieler das tägliche Einsammeln erlaubt ist, aber allerdings dann halt die Steuern erhoben werden. Ist aber ein hartes Balancing-Problem, weil du dann wieder die Tatsache hast, dass die sowieso schon kein Thief haben, sind wahrscheinlich die schlechtere Units haben und die weniger Bronze overall machen und denen packst du dann oben drauf, dass sie halt noch mehr Bronze zahlen müssen. Das heißt, die haben gar keine Chance hinterherzukommen, weil die ja von Haus aus mehr zahlen. Also kurz auch von uns jetzt aus Regnum Teutonicum besitzt ja sehr viel Land, ja, aber es wäre kontraproduktiv, wenn man das wirklich zu 100% zusperren könnte.
Ja, weil dann würde man sehr viel Ressourcen für externe Spieler einfach blockieren können, was massives Balancing-Problem auch ist. Ja, und da muss man halt jetzt eigentlich den richtigen Weg finden. Und soweit ja dann eh noch neue Regionen aufgehen, man muss halt auch bedenken, dass halt viele Spieler eben, wie Chips vorhin gesagt hat, auch noch nicht in einer Gilde oder in einem Haus oder Allianz sind und auch überleben müssen. Ja, der größte Vorteil, den du in der derzeitigen Situation hast, ist sowieso, dass du siehst, wann die Node resettet und jeder, der nicht collecten kann, sieht es nicht. Das ist, also gerade in manchen Zonen, wo die Dinger 5 Minuten nach dem Reset wieder leer sind, ist das eh der größte Vorteil davon. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob die dann, die meisten haben, selbst wenn sie es collecten könnten, hätten sie dann nicht die Chance, weil ich sehe das, wenn die Sachen Purple-Qualität haben, dann sind die ruckzuck weg. Es ist fast Dauert egal, ganz was das schön. ist. Hier möchte ich kurz noch was erwähnen, und zwar im Chat wird gesagt, wieso sammeln, wenn Sammeln verboten ist. Man kann das tägliche Einsammeln nicht mehr machen, aber man kann trotzdem noch die Produktion aktivieren, wenn man vor Ort ist. Man sieht nur nicht auf der Map, wie viel und ob noch was drin ist. Das zur Erklärung. Man kann sich das aber angucken, wenn man direkt davor steht. Also du kannst hinlaufen, guckst rein, dann siehst du auch, wann der Timer abläuft und weißt es. Du müsstest dir halt dann nur notieren oder irgendjemand aus deinem Haus notiert es für dein Haus. Also da kann man sich auch ein bisschen gegenseitig Ja, helfen bei. das ist genau der Punkt, den ich meine. Du hast einen Vorteil als besitzendes Haus. Du hast deutlich weniger Aufwand mit dem Mist, aber es ist nicht so, dass du jemanden komplett den Zugang zu dem Content damit deniest. Außer du hast jetzt so eine lustige Kombination, dass du zwei Forts besitzt und das Ding zumachst. Und wenn die Leute nämlich nicht reinlaufen. Du kannst auch mit deinen Leuten daneben stehen und jeden, der das sich einmal den Wagen voll macht, das sofort wieder klauen. Also dann bist du zwar ja gemein, aber. Ja, gut, aber Eiwei, da gibt es auf dem ganzen Server eine Zone, ja. Mit In Borderlands gibt es Ungveria auch noch eine. links zum Beispiel, Ja. ja, also ich meine jetzt von den 4 Hauptgebieten in Ungveria, das U links unten. Sonst sind eigentlich auch mit den Forts alle umlaufbar, und es ist sehr wichtig, dass Spieler außerhalb von großen Allianzen genauso Zugang zu den Ressourcen haben, auch wenn die großen Allianzen das sperren, aber trotzdem eine Möglichkeit haben, auch an die Ressourcen zu kommen. Okay. Ich habe dann noch eine Frage an Chips. Und zwar wurde vorhin da schon erwähnt mit den Lehen, dass man eventuell auch die Dörfer, wenn man die levelt, dass das eventuell auch Auswirkungen auf die Ressourcen halt hat. Es wurde ja auch schon mal zur CWT, glaube ich, angekündigt, dass es grundsätzlich Lehensverbesserungen gibt, sowas wie Palisaden für die Dörfer oder dergleichen. Ist da noch was, ja, ist das noch weiterhin auf dem Schirm bei den Entwicklern oder ist das gänzlich raus? Ja, aber wie du dir denken kannst, kann ich dazu keine Ankündigung machen. Alles Hier klar. exklusiv für einen Stream, aber das ist schon noch auf dem Schirm der Entwickler. Ich hätte mal noch 3 schnelle Fragen zu Bugs, nur ob die auf dem Schirm sind. Bug Nummer 1, wenn du in einem Territory War eine zweite Unit selectest, also nicht die erste nimmst, die in deiner Warband drin ist, kriegst du sehr oft diesen Resupply-Bug. Ist da schon ein Fix in Aussicht? Der ist nämlich sehr belastend, wenn man angreift und dann keine Units mehr rausholen kann. Der zweite ist dieser Glitch durch die Forts durch. Wenn ein Fort gesperrt ist und du dann halt ein paar Mal reloggst, kann es passieren, dass du durchglitchen kannst. Und der dritte ist, wenn du. Verdammt, was war der dritte, den ich wollte? Ach ja, wenn du einen Pursuit hast, also wenn du wahrscheinlich geplündert auf Deutsch, ich weiß es nicht, Verfolgt, oder verfolgt, verfolgt, ja. dass du dann einfach Alt-F4 drückst und dann hat sich die Sache gegessen. Du kannst dann restarten und das Battle ist dann quasi nicht entstanden. Weil das Du macht kannst auch halt. die Zeile wechseln, Eiwei. Das haben sie, Das glaube ich, sollte nicht nicht. Das Zeile haben sie auch wechseln, wenn du nicht. verfolgt wirst. Ja, das Das haben sie müsste mittlerweile nicht auch schon. funktionieren. Es ist draußen. Also Aber zumindest das. funktioniert es noch bei den Rebellen. Das Ja, bei den. Aber ich kann ich rede jetzt bestätigen. wirklich nur vom PvP-Kunden, weil im Moment ist das so, es ist halt, ich glaube den Satz mal von Hand of Blood, aber es ist absolut unbelohnend, im Moment Leute Open Field zu ganken und das nimmt einen großen Teil des Contents raus, weil alles, was die machen, ist, oh, ich werde besucht, alte 4, mach's gut. Ja, und du stehst dann halt da und hast von da halt deine Zeit gewastet. Soweit ich weiß, ist das alles auf dem Schirm. Ich müsste die jetzt einzeln raussuchen. Das wäre jetzt ein bisschen umfangreich in der Zeit des Streams. Soweit ich weiß, sind die alle
auf dem Schirm und gerade auch dieses alte 4 raustappen. Eventuell kann man da noch eine Strafe einführen. Mhm. Andererseits musst du auch dann... also du darfst halt auch nicht die Leute bestrafen, die dann einfach mal einen Disconnect haben. Zufälligerweise. Ja, soll ja auch vorkommen. Ja, das Battle kann ja trotzdem stattfinden. Und dann, dass derjenige halt dann noch ein paar Sekunden da stehen bleibt oder so, wenn er dann rausconnectet. Dass du halt rejoinen könntest, genau. Ja. Wo wir gerade von Bestrafen reden, Chips, wie wär's denn davon? Du kannst ja auch im jetzigen Matchmaking, wenn du mit den eigenen Siege Weapons oder mit der Trebuchet freundliche Units tötest, wirst du quasi dafür belohnt. Wieso bestraft man die dafür nicht? Das Gleiche ist auch weitergeleitet, ja. Du machst ja Kosten oder du schadest dein Team und wirst dafür belohnt. Das ist meiner Meinung nach falsch. Ich denke, das ist sicher schon sehr oft reported worden. Ja, das sind so die Fehler, die wirklich oft reported worden sind. Weil es ziemlich jedem irgendwann mal passieren. Ich hätte aber eine wichtige Frage noch, weil es auch im Chat schon ein bisschen vorgekommen ist. Es ist ja jetzt Sommerloch, ne? Also einige Leute machen ja vielleicht Pause, Urlaub und die aktive Zahlen gehen noch runter und für einige Leute ist das Spiel doch nichts und hören auf vielleicht. Jetzt gibt es aber den EU West 2 Server. Ja? Wenn das jetzt irgendwann stagniert oder sag ich mal, ist es dann geplant, auch den wieder mit dem EU West 1 zusammenzulegen? Möglich ist das sicherlich. Wir gehen aktuell noch nicht davon aus. Ich kann da auch keine Ankündigung zu machen jetzt, aber aber es ist sicher, machbar. Ich bin mir sicher, wenn das erforderlich ist, wäre es machbar. Ja, gut. Da sehe ich allerdings ein Problem drin. EU West 2 ist wahrscheinlich genauso aufgebaut wie EU West 1. Ostaria, Maoyang, Liangyung, Ungveria. Und da sitzen andere Gilden und Allianzen in den Regionen, haben die Lehen. Und das beißt sich doch mit EU West 1. Da gibt es ein Map-Reset. Das bedeutet dann, das würde dann einen Map-Reset geben, wenn es so weit kommen würde, dass die Server zusammengelegt werden. Genau. Ich das richtig? Ja. Das wäre die sinnvollste Lösung für den Fall. Es wurde ja sogar schon in einer News vom Headstart, glaube ich, sogar schon angekündigt, dass wenn größere Changes am TW oder auf der Map kommen, dass dann resettet wird. Genau, das wurde ja nicht schlecht, generell schon ein Map-Reset angekündigt, der auf jeden Fall stattfinden wird. Ja, der wurde ja schon bestätigt. Der wurde auch definitiv angekündigt, nur nicht zu wann. Ich hätte jetzt hier allerdings mal eine andere Frage. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal einen Stream und da kam die Frage, und zwar den Trainingsmodus für Gilden oder Gruppengröße von 15 Mann, beziehungsweise wird es bald möglich sein, auch mal Raid-Gruppen zu erstellen, und wie sieht es mit dem Trainingsmodus aus? Hat sich in der Richtung inzwischen was getan? Hinter den Kulissen? Da hat sich noch nichts getan. Das ist also ist auf dem Schirm, ist weitergeleitet, aber ist halt gerade... Ist zwar nice to have, aber es sind gerade auch ein paar Probleme, die höhere Priorität haben. Zum Beispiel Sachen wie das Auktionshaus, Klassenbalancing etc. Ist auf jeden Fall auf dem Schirm, mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen. Wann können wir denn ungefähr mal mit Klassenbalancing Patch rechnen? Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit, wo wir diese Kurzschwert-Langschwertmeter haben. Ja, wir fragen auch immer, also wir versuchen dahingehend hinzukommen, dass wir solche Balancing-Patches öfter raushauen. Gerade haben wir es ja jetzt letztens viele Balancing-Änderungen mit dem großen Update gemacht. Da ist es schwer, ein bisschen so einen Mittelpunkt oder einen Mittelweg zu finden zwischen zu schnell und zu langsam. Mhm. Wir hoffen, dass in Zukunft öfter Änderungen am Balancing kommen und schneller reagiert werden kann. Es ist auf jeden Fall ein andauernder Prozess, an dem wir auf jeden Fall auch ständig arbeiten und ständig Feedback sammeln und an die Entwickler weiterleiten und die Entwickler auch permanent dran sind, die Klassen zu updaten. Aber ja, also hoffentlich schneller, aber... Ihr habt ja was geändert jetzt im letzten Patch, unter anderem auch die Effector Pikes, die Maoyang Pikes. Die sind halt. Die Nähe der Präfektur. Ja, die wurden ja schon genervt, die sind halt immer noch broken as fuck. Ne?
Wenn die gut einsetzen, sind sie halt genauso broken wie vorher. Und angeblich auch schon angepasst. Na, das Hauptproblem an den Pikes ist, dass die Hitbox halt totaler Krebs ist. Wenn Pikes im Bracing sind und du chargest die von hinten weg, kriegst du den vollen Bracing Damage, obwohl du diese Einheit von hinten angreifst. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich mit der Unit habe. Der Charge Damage overall ist okay, weil die Unit ist größtenteils nichts anderes. Es ist im Prinzip wie die Pferde vorher waren. Du nimmst diese Unit zum Reinchargen und hoffst, dass die danach noch genug sind, damit sie vielleicht irgendwann nochmal reinchargen können. Das Problem ist einfach nur das Bracing, was halt wahrscheinlich an der Hitbox liegen wird und die Tatsache, dass du diese Unit hinter den Gate stellen kannst und das Bracing durch das Gate durchgeht. Ja, das ist auf jeden Fall auch bekannt. Allgemeine Frage an dich, Chips. Du erinnerst dich eventuell an das Frühjahrsturnier, ja? Eventuell noch? Ja. Wird unsere noch nicht ausgezahlt, ne? Oder noch nicht verteilt. Dann kann man damit rechnen. Unity bekommt ja noch T-Shirts. Ich weiß nicht, ob Ming schon die Kelche bekommen hat, die Goblets bekommen hat und die Premium-Tage für alle Timer sind auch noch nicht verteilt. Soweit ich weiß, ist das gerade an Arbeit. Okay. Ja, wird es denn in naher Zukunft auch solche Events nochmal geben? Jetzt war es recht ruhig, was Ingame-Events ist da aktuell was in Planung? Ist geplant, ja. Auch in nicht allzu ferner Zukunft. Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich, Chips. Und zwar geht es da auch noch mal um die Charaktere und da im Besonderen um die verschiedenen Rüstungsklassen. Es gibt ja leicht, mittel und schwer. Und wenn man auf den Button klickt, mehr bei den Basisattributen, dann sieht man da auch Kapazität und Mobilität. Ja, bei Kapazität steht da bei leichter Rüstung, um jetzt ein Beispiel zu nennen, 19%, bei mittlerer Rüstung 50% und bei schwerer Rüstung 78%. Und ich erinnere mich, ihr hattet da mal einen Leitfaden geschrieben, also zumindest der Entwickler, dass sich das auch auf die Ausdauer auswirken soll. Nur haben wir da, merken wir da nichts, weil wenn ich da mit meinem Main Skill, also mit meinem Langbogenschützen umherlaufe, bin ich genauso schnell wie ein Glaivenspieler. Und das ist dann schon ziemlich nervig in einem PvP-Match, wenn schwere Rüstung genauso schnell ist wie einer, der leichte Rüstung trägt und deutlich mehr Damage macht als einer, der leichte Rüstung trägt. Ich glaube ganz ehrlich, dass wahrscheinlich die Balance einfach so niedrig ist, dass es nicht auffällt. Da müsste ich aber selbst erstmal bei den Entwicklern nachfragen, wie es genau berechnet wird, um das bestätigen zu können. Um das mit den Rüstungen und Balancing einzugreifen, kann man nicht für Shift LMB Ausdauer für abziehen. Das ist ja quasi kostenlos. Das Stagger, wenn du es gut einsetzt, kannst du damit Gegner zu Tode staggern und machst du das zu zweit, zu dritt, dann bis der Gegner halt tot und dass er irgendwas machen kann dagegen. Weil du kannst es nonstop spammen. Was bei welcher Klasse zieht es denn kein Stamina? Also? Das geht fast nirgendwo. Auf jeden Fall, wenn du es zum zweiten und zum dritten machst, dann hast du auf jeden Fall genug, um es durchzugehen, machen, um damit 3-4 Leute umzubringen, ohne dass sie auch noch reagieren können. Weil du bist tot in der Zeit. Ich glaube, das Problem ist allgemein dieser Stun danach immer irgendwie, dass du immer nur am Wackeln bist und kommst dann nicht mehr so raus. Ich glaube, es gibt einfach viel zu viele CCs, also Stuns oder diese. In der Regel mit einer Dodge Roll raus. Ich weiß natürlich nicht, ob das an Delay des Servers liegt oder nicht, weil sehr oft komme ich aus solchen Schoten mit Dodge Rolls raus. Eigentlich auch, ja. Ja, aber du bist dann kurze Zeit später wieder in Reichweite von demjenigen, der dich dann wieder staggert. Ja gut, das ist aber eine Frage deines Stamina-Managements, weil wenn du volle Stamina hast, wenn das mit dir passiert, dann kannst du ja mehrere Dodge Rolls aneinander enden. Und dann solltest du eigentlich wieder in Reichweite von entweder Alliierten, deiner eigenen Units oder sonst was sein. Wenn du das da nicht bist, dann hast du halt einfach overextended und so hart wie es ist, aber du verdienst dann halt einfach zu sterben. Ist das G vom Kotzenlustenfaktor einfach zu stark? Ja, da kann ich zustimmen. Man könnte tatsächlich die Stamina Consumption ein bisschen davon anheben, dass das wirklich ein taktisches Feature ist, was du nur 2-3 Mal nutzen kannst. Und wenn du das dann 2-3 Mal genutzt hast, bist du auch komplett out of Stamina und hast selbst keine Retreat-Möglichkeiten mehr.
müsstest dann quasi tauschen, ob du die Pressure oben halten willst und deinen eigenen Retreat verhinderst damit selbst oder ob du nur einmal staggerst und dir so selbst noch eine Rückzugsmöglichkeit sicherst. Beim Stamina kannst du so viel balancen. Du kannst genauso wie mit dem Pferdecharge, also mit dem Pferdesprinten, wenn du halt nicht komplett leer sprintest, also noch genug Stamina vom Pferd über hast, dann hast du einen höheren Reach, dann ist es schneller auf. Also das ist dauerhaft schneller auf. Wenn du halt einmal leer bist, dann brauchst du Ewigkeiten, bis du wieder voll bist. Dann kannst du wunderbar arbeiten, wenn du das einfügen könntest. Leer bist du leer. Man könnte aber auch zum Beispiel die Staggering-Geschichte anders lösen, wie es zum Beispiel auch in, ich sag mal, in anderen MMOs gemacht wurde. Beispiel WoW, da ist es, wenn du da gestaggert wirst oder gestunt wirst, irgendwann greift dieser Stun einfach nicht mehr. Ne? Man kann ihn zwei, maximal dreimal anwenden und dann baut sich da halt eine Unempfindlichkeit halt auf, sozusagen, die dann halt auch eine gewisse Zeit andauert und dann ist er wieder stunbar. Das Problem ist, dass du dann wieder Nodachis rebalancen musst, weil sonst spielt jeder Nodachi, weil du dich dann einfach 24-7 hochrecken wirst, wenn du CC immun wirst. Das ist wohl richtig. Hat Haus Feueradler noch eine Frage? Seid ihr nicht so viel dran gekommen? Also. Ja, wir haben eine zu dem Rechtesystem in den Häusern. Ob es da nochmal einen Plan gibt, den Stewards auch mehr Rechte zu geben, wie zum Beispiel den Zugang zu beschränken, was aktuell nur der Leader machen kann, was ja in gewisser Weise ein bisschen unpraktisch ist manchmal. Wir haben generell angefragt, dass wir ein umfangreicheres Rechtesystem an sich bekommen, das vielleicht ein bisschen anpassbarer ist. Zu genauen Plänen kann ich jetzt aber gerade noch nichts sagen. Wie mit so vielen Sachen eine Prioritätssache. Sind ein paar schwerwiegendere Bugs, die es zu lösen gilt, etc. Ne? Das Übliche. Es ist aber auf jeden Fall eine Sache, die wir schon öfter angeregt haben und die dann hoffentlich auch von den Entwicklern mit beachtet wird, weil sich das auch viele Gilden schon seit der CBD im Prinzip wünschen, noch das rechte System ein bisschen anpassbarer zu haben, einfach vielleicht mal neue Ringe und damit verbunden auch die Rechte noch ein bisschen genauer einstellen zu können. Das Beste wäre, wenn es ein Rangsystem wäre, wo man sich selber die Ränge kreieren kann und die einzelnen Aktionen, die dieser Rang kann, selbst bestimmen kann. Das ist immer das Optimum, wenn die Player sich das so freizügig wie möglich selbst einteilen können. Das sehe ich genauso. Das wäre echt ideal. Genau, wo man halt, sage ich mal, auch die Ränge selbst benennen kann, Rechte zuteilen aus einer Liste kann, mit Tierchen an, ausmachen kann. Und, aber das, glaube ich, habe ich auch schon öfter angesprochen. Ich denke, das ist bekannt. Genau. Und, vielleicht auch Filteroptionen bei der Mitgliederliste, sowohl Allianz als auch Haus, weil ja, man muss immer sämtliche Seiten durchgehen und gucken, alles klar, ist der gerade online, ist er nicht online und so weiter. Das ist halt auch ziemlich nervig. Alphabetisch sortieren wäre das schon ganz cool. Das würde fast schon reichen. Ja. Oder allgemein. Wenn wir gerade so bei Quality of Life Sachen sind, eine Frage, mit der mir auch unsere Leute im Discord immer wieder kamen, ist es auch angedacht, das Scoring-System in den Battlegrounds ein bisschen zu rebalancen? In die Richtung, dass Heal of Allies und getankter Damage von einem selber und Units halt auch berücksichtigt wird. Weil im Moment ist das Problem, es ist halt sehr unbelohnend, ein Spieler zu sein, der den Schildwall bringt. Also zumindest die minderwertigen Schildwall, sag ich mal, die größeren, die Imperialen, die hauen ja die Units auch weg. Aber wenn du jetzt jemand bist, der einfach nur einen Gap hält mit deinem T1-Schildwall, dann kriegst du halt so gut wie keinen Reward dafür, weil der Typ mit dem Bogenschützen deine ganzen Punkte dran kriegt. Genau, das zählt auch zu den Sachen, die wir vermehrt weitergeleitet haben, weil wir es auch vermehrt als Feedback bekommen. Dass allgemein auch geblockter Schaden durch Shield-Units etc. und Heilung Punkte geben, einfach im Matchmaking. Ich habe noch eine Abschlussfrage jetzt, und zwar, wann können wir mit dem nächsten Content-Patch rechnen und worauf wird er sich konzentrieren? Auf neue Einheiten oder Maps etc.? Zu TM. Meistens sind die Inhaltspatches sowieso durchwachsen. Also es gibt keins, das sich nur auf Einheiten
beschränkt, sondern also eigentlich könnt ihr dann immer mit Bugfixes, neuen Features oder verbesserten Features, Einheiten und so weiter und so fort rechnen. Also es wird mit Sicherheit wieder ein umfangreicherer Patch, der mehr als nur eine Sache umfasst. Habt ihr für die Patches wenigstens eine grobe Intervallrate, die ihr uns geben könnt, die ihr selber anstrebt? Das ist jetzt kein Festnageln auf irgendwelche Daten, sondern nur, in welchen Intervallen strebt ihr die größeren Content-Patches eigentlich selber an? Also, ohne irgendwas ankündigen zu können, sollte es schon eigentlich spätestens immer alle 2 Monate sowas geben. Das kann aber variieren. Also da kann ich einfach keine 100%ige Aussage treffen gerade. Okay. Was wir definitiv immer anstreben als CM-Team auch, ist, dass wir euch vielleicht bald wieder mal eine Roadmap geben können, die so ein bisschen genauer diese ganzen Daten umfasst, was wann kommt. Das ist auf jeden Fall eine Arbeit, aber ich kann halt echt gerade keine Ankündigungen machen. Nee, das ist schon klar, deswegen sage ich halt nur, ob ihr auch selbst... Auch grob nehmen manche Leute zu ernst, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das soll sich jetzt schon nicht über ein halbes Jahr hinziehen oder so, bis nächstes Update kommt, sondern wir versuchen die Zeiten schon so gering wie möglich zu halten. Wir müssen aber auch darauf achten, dass natürlich nicht einfach nur eine Bugflut auf den Server kommt. Das ist ja auch immer so ein Problem. Je schneller man das macht, desto mehr Bugs bleiben dann natürlich übrig. Ja, also wir versuchen so schnell wie möglich Inhalte nachzuliefern, logischerweise. Euch nicht so lange warten zu lassen. Ja, habt ihr das mit den neuen Maps noch auf dem Schirm? Ich glaube, vor einer Weile war mal eine Ankündigung, dass in nächster Zeit vermehrt neue Maps kommen sollen. Ja. Da kommen auch weiterhin neue Maps, jetzt nicht jede Woche, aber dann doch vermehrt, also in kürzeren Abständen. Jede Woche ist allerdings ein bisschen zu viel. Dazu eine Frage, die kommenden Maps sind ja wahrscheinlich die, die man wahrscheinlich größtenteils schon aus dem CBT kennt. Die jetzt spielbaren Maps sind ja teilweise auch nicht wirklich balanced, auch wenn sie überarbeitet wurden. Nimmt man die dann raus und überarbeitet die nochmal? Ja. Weil die weiß nicht, jetzt gerade rausgekommen ist, wie heißt denn die? Ist das Hafenstadt mit dem C-Punkt, der quasi unannehmbar ist? Ich glaube. Nee, die Hafenstadt ist die nur A und B hat, diese extrem lange Mauer hast. Weil ich glaube, ihr wisst, welche Karte ich meine. Du meinst das europäische Castle, sag ich jetzt einfach mal. Ja, die ist ja auch erst vor kurzem rausgekommen, überarbeitet. Und ja, da ist halt C quasi unannehmbar, wenn es gut ist. Wenn du nur einigermaßen als Verteidiger spielst, wie ist halt gebalanced rausgekommen? Ich weiß nicht. Für mich kein Balance, wenn ich im Verteidiger bin und zu 90% gewinne. Ja, ich gehe davon aus, dass es halt, es gibt keinen Testserver, das heißt, es wird erstmal einen Balancing-Versuch immer geben und im Anschluss wird der halt live getestet. Hat ja keine großen Auswirkungen auf die Weltkarte, von daher kann man das da erstmal testen und dann wird das halt nochmal neu angepasst. Aber irgendwo muss es ja getestet werden. Ne? Das ist ein guter Einwand. Wird es in Zukunft einen Testserver geben? Aktuell nicht geplant. Okay. Aber vielleicht. Gibt es den PTA nicht noch? Theoretisch? Ja, aber das ist natürlich kein offizieller Testserver, wo jetzt jeder Patch vorweg öffentlich getestet wird. Sondern es ist ja eher eine interne Sache. Aber ja, also generell, um das zu bestätigen, ja, natürlich. Also Balancing ist eine fortlaufende Sache. Und wenn dann festgestellt wird, okay, das hat so gar nichts gebracht, das Map-Update, dann wird die natürlich, wie Sonnenstadt auch schon, dann einfach wieder offline genommen, nochmal da überarbeitet und wieder online gesetzt, ja. Okay. Dann möchte ich das mich... Das Balancing an der Ogolia-Map war wirklich gut. Also, dass diese... Ich meine, ich habe es geliebt, da hinten die Ladder zu nehmen und einfach den Leuten die Türe zuzumachen, aber war gut, dass er das rausgekommen hat. Da stimme ich zu. Haben wir was gemeinsam. So, dann möchte ich jetzt hier an der Stelle erstmal Danke sagen, dass alle da waren und auch an Chips. Ich denke, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen an alle, ja.
Das werden wir, denke ich mal, irgendwann auch nochmal wiederholen. Die Stunde ist natürlich schon wieder vorbei. Wir haben sogar schon überzogen. Und dann würde ich sagen, danke ich euch. Und das war's dann für heute. Schönen Abend noch euch allen. Ja, danke. Jo, schönen Abend. Ja, wünsche ich ebenso. Schönen Abend. Thank you.